Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu Die Gilde 3. Ja, nach meinem Livestream dachte ich mir, da ist so viel schief gelaufen mit den verschiedenen Starts und ein paar Bugs und so weiter, dass ich euch mal einen guten Start zeige und dass das Spiel tatsächlich auch funktioniert, wenn man es dann richtig anstellt und naja, eben die limitierte Early Access Phase akzeptiert. Ich würde sagen, lasst uns einfach anfangen. Der beste Start, den ich bis jetzt mitbekommen habe seit meinem Testen, ist in Augsburg. Normal ist alles hin und her. Dann möchte ich wie immer gut aussehen. Und gut ist relativ, aber zumindest annehmbar. Das ist alles okay. Isildur Streamson, ja, ist noch vom Stream, aber ist eigentlich auch Schnuppe. Ich möchte bitte meinen Wolf, weil, ne, das muss und so. So, dann starten wir als Handwerkskünstler. Und ja, genießen das Spiel. So, da werden wir auch schon. Der Ladebildschirm ist übersprungen. Und wir haben Sachen zu tun. Lasst uns mit der Nummer 1 in das Gebäude gehen. Das Gebäudemenü öffnen, das Tutorial wegklicken und als allererstes ein paar Dolche herstellen, um Geld zu verdienen. Ist an sich eigentlich ganz einfach. Ich behandle das Ganze noch so ein kleines bisschen mit als Tutorial zwischendurch, um euch das Ganze ein bisschen näher bringen zu können und damit ihr vielleicht auch so die ein oder andere Sache noch lernt, die das Ganze angenehmer macht. Verladen, der produziert. Ah, ja, Tutorials sind eigentlich alle egal. So. Hier hätten wir dann die Stadt Augsburg selber. Sieht tatsächlich sehr, sehr schön aus. Leider gibt es keine Screenshot-Taste, sonst würde ich davon einen Screenshot machen. Aber das ist jetzt erstmal dahingestellt. Da oben das kleine Warnzeichen sollte heißen, dass man Erfahrungspunkte bekommt, aber nicht ausgibt. Soweit ich das bisher feststellen kann. Ist aber nicht weiter wild, weil ich die lieber alle auf einmal ausgebe, anstatt dann so die Leiste zu haben. So. Gehen wir erstmal zu unserem Charakter zurück. Ich dachte, wir gehen zu unserem Charakter zurück. Danke. So. Wir haben noch nicht alle Dolche produziert. Das war jetzt meine Schuld, dass ich es abgebrochen habe. Das passiert. So. Für die von euch, die komplett neu zu die Gilde 3 sind und meinen Stream nicht gesehen haben, der Stelle erstmal nochmal Danke an alle Leute, die zugeschaut haben oder sich das im Nachhinein angeschaut haben. 500 Views seit meiner Channel-Wiederbelebung ist spitze. Und macht mir super viel Hoffnung und motiviert mich natürlich wahnsinnig. Aber gut, weiter mit der Gilde. Wenn wir hier oben auf das Talentbuch schauen, kommen wir zwei Übersichten in einem. Da wäre hier links einmal die Gesamterfahrung, die unseren Titel bestimmt. Also sprich, ab insgesamt 1300 EP zum Beispiel wären wir dann Freisasse. Und Beisasse ab 1900 EP. Die gehören aber alle noch zu der Unterschicht, sozusagen. Und mehr sage ich euch gleich, nachdem wir Sachen verkauft haben. So. Du darfst erstmal fröhlich zum Marktplatz gehen. Hier steht es auch schon. Wir können den Avatar mit der Nummer 2 zum Marktplatz schicken. Man kann allerdings auch standardmäßig alle möglichen Hotkeys von 1 bis 9, wie man das von sonstigen Strategiespielen kennt, vergeben, indem man einfach das Gebäude anklickt und dann STRG und die jeweilige Nummerntaste drückt. Kann man auch hier drüben unter Gebäude sehen, ist dieser kleine Button hier. Wenn wir hier sehen können, das Haus von uns ist die Nummer 1 und hier unten der Marktplatz die Nummer 2. Dem sind wir auch angekommen, da können wir jetzt erstmal ganz gemütlich hier mit dem Klopf alles verkaufen, ordentlich Geld mitmachen und jetzt erstmal einkaufen wieder, um neue Dolche herzustellen. Und das machen wir erstmal ein kleines bisschen so, das dauert aber nicht allzu lange. Und während er damit gleich wieder beschäftigt ist, die Übersicht können wir wegklicken, können wir auch direkt wieder ins Talentbuch und ich kann euch mehr davon erklären. Dauert nur eben eine kleine Sekunde. Aber ich meine, das Spiel ist schön anzuschauen und von dem her kann man kurze Laufwege doch verkraften. So. Durch. Gut, gut, gut. So. Wie gesagt, bis dabei saße, ist man in der Unterschicht. Ab hier ist man dann Bürger und das ist dann die Oberschicht mehr oder weniger. Das sind die Symbole.
Je nach Schicht, in der man ist, bekommt man verschiedene Rechte, aber dazu später vielleicht irgendwann was oder in einem anderen Video. Denn jetzt kommt erstmal der wichtige Teil. Die Titel sind einfach nur so nebenbei, wie viele Betriebe man besitzen darf und so weiter. So. Das Talentbuch ist, glaube ich, die größte Änderung in Gilde 3. Denn das gab es vorher nicht wirklich. In Gilde 1 und 2 war es ja so, dass sobald du das Geld hattest, konntest du dir ein Gebäude leisten. Und wenn dein Titel hoch genug war, durftest du es upgraden und so weiter und so fort. Ist hier im Prinzip genauso, wenn man sich auf ein was spezialisiert. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Handwerkskunst angefangen, bekommen in 300 EP, also mit dem Titel Freisasse, dann Handwerkskunst Grad 1, was ein kleines Gebäude freischaltet. Und dann können wir zum Beispiel, ja, seht ihr, da ist es schon, 600 EP danach würden wir Beisasse sein. Aber 600 EP schaltet uns noch keinen von den neuen Berufen frei. Sprich, wir sind 1000 EP später erst auf einen Beruf, wenn wir Glück haben und uns zum Beispiel für sowas wie Holzverarbeitung entscheiden. Oder Schmiedekunst. Schneidern würde schon wieder 2000 EP kosten und würde damit uns fast schon zum Bürger befördern. Kurz wieder alles einpacken und verkaufen gehen. Man könnte jetzt argumentieren, dass der Start ein bisschen repetitiv ist, also sprich sich wiederholt, ist auch richtig so. Aber das war schon im Prinzip immer bei Gildespielen so. Man hat immer sein erstes Gebäude gehabt und hat dann immer dasselbe gemacht, um Geld zu verdienen. Egal. Im Talentbuch geht es denn weiter? Nachdem man sich auf ein was spezialisiert, kann man sich natürlich danach die verschiedenen Gebäudestufen davon freischalten und damit auch Rezepte. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, nach den Gaunern kommt dann sowas wie ja, Charme und Intelligenz und kleine Bonis, die eine Gesundheit erhöhen, Produktivität erhöhen. In dem Fall, dass man dann mit Gassenwissen zum Beispiel weniger hinterhältig überfallen werden kann. Und so weiter und so fort. Also hier sind kleine Bonis, die man früher sich immer so ein bisschen zum Teil über Talente freigeschaltet hat, gibt es jetzt einfach noch eine zusätzliche Möglichkeit, das über den Skillbaum zu machen, um seine Erfahrungspunkte anderweitig auszugeben, als nur um Berufe zu erlernen. Man kann natürlich auch, anstatt die dafür auszugeben, wie gewohnt, dann zum Beispiel auf Gaunerei gehen und Taschendiebe anheuern und so weiter und so fort. Oder eben in zum Beispiel Landwirtschaft gehen, denn der Landwirtschaftsstart an sich ist wahnsinnig schwer und übrigens in Magdeburg momentan nicht wirklich machbar. So als kleiner Tipp an euch. Habt ihr vielleicht in meinem Stream gesehen. Da fehlen einem die Ressourcen, um am Anfang Geld zu verdienen und dementsprechend weiterzukommen. Okay. Gut, mehr Dolche. Keine Angst, wir sind gleich aus der Dolchphase hier raus, die so langwierig ist. Geht gleich besser weiter. Aber ja, man kann sich also dann dementsprechend die neuen Gebäude freischalten und auch neue Rezepte und so weiter. Wenn wir uns das Ganze hier mal zum Beispiel anschauen. Oh, ich habe vergessen, bei Steam offline zu gehen. Na, egal. Falls ihr das gerade gesehen habt, Lady Chile, eine ja, sehr schöne YouTuberin, gefällt mir wirklich sehr, was die für Content macht, ist allerdings in Englisch. Link findet ihr dann, was gerade passt, im Channel unten drunter, in der Beschreibung. Und ja, die fängt auch gerade an, Gilde zu ja, aufzunehmen. Gut, die Gebäude, die es hier gibt. So, man kann ein Lagerhaus sich bauen, wie gewohnt. Betriebe gibt es relativ viele. Wie eben zum Beispiel das Gebäude, das Räuberlager, Schlachtereien, dann Heilerstuben, verschiedene Bauernhöfe. Ich zeige jetzt nicht alle, nur ein paar. Dann Alchemistenwerkstätten und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles, was man so gewohnt ist, nicht unbedingt was Neues. Stattdessen lasst uns zu einer anderen Neuerung kommen. Oh, wir haben schon wieder vergessen, dass wir fertig produziert haben, oder? Moment. Hast du fertig produziert? Oh, du kannst nicht produzieren, weil wir vergessen haben, das Ganze. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Kommt zu einer anderen Neuerung stattdessen. Nämlich, ihr habt schon gehört, die Zeit ist abgelaufen, jetzt würden die Angestellten nach Hause gehen. Ab einer bestimmten Uhrzeit, beziehungsweise eigentlich den ganzen Tag über, kann man manuell schlafen gehen.
um seinen Charakter zum Beispiel, wenn er krank ist, ein bisschen besser heilen bzw. gesund zu halten und so weiter und so fort. Man kann aber auch im Umkehrschluss die gesamte Nacht durcharbeiten. So, das macht der Charakter ein, zwei Mal, dann wird er ziemlich krank davon, so wie es halt im echten Leben auch wäre. Dann braucht er halt Schlaf. Lasst uns doch einfach mal die Geschwindigkeit hier ein bisschen erhöhen. So, sehr schnell. Noch ungefähr bis 10 Uhr arbeiten und dann können wir auch schlafen gehen mit dem Charakter. Sprich, wir verkaufen jetzt noch die Dolche eben, kaufen neue Materialien. So, gleich ist er da. Und danach schicke ich den natürlich auch ins Bett. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass der krank wird. Ich meine, wir haben gerade eine Dynastie erst angefangen. Wenn unser Hauptcharakter jetzt stirbt, wäre das ziemlich unproduktiv. Dementsprechend versuchen wir das einfach mal zu verhindern. So, und ab nach Hause. Mit dem Start hier kriegt man relativ gut Geld zusammen. Und wenn wir uns die Erfahrungspunkte kurz anschauen, wir sind auch schon fast auf Stufe, also auf der neuen Stufe, wo das Ganze dann nochmal ein bisschen schneller geht. Aber ich mache jetzt einfach Folgendes, um euch das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen. Ich überspringe einfach die Nacht und wir sehen uns gleich am Tag wieder. Gut, da sind wir wieder. Es ist eigentlich erst 2:30 Uhr, aber der Beste hat schon ausgeschlafen. Sieht man daran, dass wieder das Schlafsymbol da ist, anstatt eines Hahnes, der dann eigentlich da wäre. Und ich meine, wenn dem 4 Stunden Schlaf reichen, ich meine, ich persönlich schlafe auch meistens nur 2 Stunden, dann argumentiere ich jetzt da nicht dagegen. Danke, lieber Hahn, das war sehr schön laut, aber macht ja nichts. So. Ja, Beschläge brauchen auch relativ viel. Na gut. Alle Dolche. Und wieder zum Marktplatz und verkaufen einmal noch und dann haben wir unser Gebäude-Upgrade und dann läuft das Ganze auch ein bisschen besser ab. So, verkaufen. Übrigens, kleiner Tipp an diejenigen, die an Alchemie interessiert sind. In Augsburg sollte der Alchemiestart auch relativ gut laufen im Vergleich zu... Oh. Im Vergleich zu London, was ich im Stream gespielt habe, wo man ewig weit weg davon spawnt, von den Kräutern. Hat allerdings immer noch den Nachteil, ich bin der Meinung, das wurde noch nicht gepatcht, dass die Angestellten über Nacht vergessen, was sie eigentlich sammeln sollten, wenn sie nicht im Betrieb sind. Wenn die Leute im Betrieb arbeiten, dann ist das Ganze auch kein Problem und die produzieren einfach die Sachen weiter nach dem Tageswechsel. Eisen und wieder ab nach Hause und uns die restlichen Erfahrungspunkte zusammenfahren. Könnte ich natürlich rausschneiden, aber ich möchte euch ungefähr so eine Zeitangabe auch geben, wie lange das Ganze dann wirklich dauert am Anfang, damit ihr das für euch entscheiden könnt. Ich kriege die letzten Tage immer noch relativ häufig die Frage, lohnt es sich schon, die Gilde 3 zu holen? Soll ich mir das kaufen? Soll ich damit noch warten? Und das ist immer so eine gemeine Frage. Muss man ganz klar sagen. Das ist wirklich eine gemeine Frage, die man einem Streamer, YouTuber oder auch einem Freund stellen kann. Das bringt einen nämlich immer in so eine missliche Lage, dass jeder im Prinzip anders entscheidet. Wenn man das Geld natürlich hat, um die Entwickler zu unterstützen, das Spiel mag und denkt, man kann damit leben, was damit schon drin ist, dann klar. Kann man es unterstützen, kann man es holen. Wenn man sich allerdings an so Fehlern, Ungereimtheiten, rauen Kanten und so weiter stört, oder eben das Geld nicht hat unbedingt, um sich jedes Spiel zu leisten, dann ganz klar gibt es momentan bessere Spiele, die man sich holen kann. Und das sage ich auch offen und ehrlich, obwohl ich die Gilde mag. So, Gratulation! Wir sind ein Freisasse mittlerweile. Heißt, wir dürfen einen Betrieb jetzt besitzen und wir dürfen Angestellte entlassen und dementsprechend natürlich auch anstellen. An der Stelle nochmal, das Ganze ist Early Access. Zeichen wie das Fire Employees da, das so das Entlassen und gewisse Ressourcensache können sich noch ändern, werden sich auch ändern.
So, wir können jetzt rein theoretisch uns einen Betrieb holen. Aber hätte ich natürlich fast vergessen, vorher müssen wir was tun. Nämlich müssen wir im Talentbuch die Handwerkskunst Grad 1 für 300 Erfahrungspunkte holen. Wenn da nicht unbedingt ein kleiner Fehler zwischendrin wäre, der nämlich jetzt jedes Mal diese Nachricht öffnen wird. Richtig? Richtig. Ja, liebes Spiel, da hast du mir wieder einen Gefallen getan, ne? Das ist ein Bug, der ist mir im Stream auch aufgefallen, das kann passieren. Die Lösung, die ich dafür gefunden habe, ist folgende. Man klickt einfach woanders drauf. Ja, möchte ich. Nein, die Lösung ist folgende. Ich hatte dir ja gerade im Filter Sachen alle ausgeschaltet und dadurch die Nachrichten eigentlich ausgeblendet. Manchmal können die Nachrichten allerdings dann trotzdem im Vordergrund kommen, wenn man im Talentbuch ist, warum auch immer. Und dementsprechend Fehler verursachen. Sprich, ich habe die einfach alle wieder eingeschaltet kurz, habe dann das Ganze nochmal geschlossen, aufgemacht und dann ging es. Also, falls ihr den Fehler habt, so könnt ihr den Ganzen umgehen. Ist ein bisschen nicht so praktisch, aber ne, passiert. So, wir können ein Haus bauen, eine Grobhandwerkshütte und natürlich bauen wir die mitten auf die Felder, denn die sind gegenüber des Marktplatzes und geben uns dementsprechend kurze Laufwerke, Wege, nicht Werke. So. Die sollten jetzt unser Haus relativ schnell bauen, wenn wir hier mal kurz draufklicken. Da. Sehen wir hier unten einen kleinen Balken unten links, der sich langsam füllt und selbst auf normaler Geschwindigkeit. Die Leute bauen so dermaßen schnell die Häuser, das ist erstaunlich. Also innerhalb von vielleicht einer Spielzeitstunde, nicht mal 15 bis 30 Minuten, bauen die das Haus auf. Das ist durchaus beachtlich. So. Aber wir gehen zum Marktplatz, verkaufen unsere 10 Dolche nochmal, dass wir ein ordentliches Startgeld haben. Und dann in der Grobhandwerkerhütte ordentlich, ordentlich Geld verdienen können, indem wir auch Leute anstellen, die uns beim Herstellen helfen. Und sogar Fuhrleute anstellen, die für uns Sachen transportieren können, damit wir nicht ständig selber loslaufen müssen. Aber mehr dazu später. So, wir verkaufen unsere 10 Dolche, sehr schön. Haben erstmal 800 Gold, mit denen wir was anfangen können. Und freuen uns. Transportsachen werden leider momentan noch nicht hergestellt, wie zum Beispiel so Tragetaschen. Da wäre es jetzt natürlich sehr hilfreich, ein Schneider zu sein auf Stufe 1. Oder ein Holzverarbeiter auf Stufe 1 wäre auch sehr hilfreich, der Handkarren. Landwirtschafter können leider erst Reitpferde ab Stufe 3 herstellen. Und die Pferdekarren sind dann natürlich Holzverarbeitung Stufe 3. Können aber wahnsinnig viele Sachen tragen. Vielleicht gehen wir auf Holzverarbeitung anstatt Schmieden, einfach nur der Handkarren wegen. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Die Dinger sind relativ wertvoll. Ah. Und unsere Arbeitswut, also sprich unsere Grobhandwerkerhütte, ist fertig. So. Anklicken, STRG 3. Haben wir einen kurzen, ne? Haben wir einen Button, den wir klicken können, dass wir jedes Mal dahin laufen. Und dann läuft unser Charakter auch dahin, wenn wir den drücken. Den Teil finde ich übrigens super. Das war im ersten Teil und im zweiten Teil wesentlich umständlicher. So, schauen wir mal, was wir hier herstellen können. Nichts Neues. Kann ich mitleben. Ist aber auch nicht weiter wild. Wir gehen erstmal in die Erweiterungen und kaufen uns Produktivität für 150 Gold. Da steht zwar plus 0, aber ich habe getestet, das läuft trotzdem ein bisschen schneller. Und des Weiteren können wir uns einen Angestellten holen. Machen wir auch. Und gehen dann erstmal wieder zum Marktplatz Ressourcen holen. Ein Fuhrmann könnten wir uns zwar leisten, lohnt sich aber erstmal nicht wirklich, da der guteste Geld verbraucht und naja, ziemlich teuer ist. So. So, unser Angestellter ist da.
Den können wir jetzt sagen, dass er uns Dolche herstellen soll, während unser Hauptcharakter die ganzen Sachen ranschleppt. Machen wir auch direkt. So. Jetzt kaufen wir davon 10. Höheres Tragelimit wäre natürlich hilfreich. Die ganzen Leute, die da rumstehen, sind übrigens ziemlich unpraktisch. Da bleibt unser Charakter immer hängen. So, und der produziert uns jetzt Dolche. Sehr schön. Und ich habe mich gerade dazu entschieden, dass wir jetzt auch anfangen, Dolche zu produzieren, damit das schneller geht. Und ja, ich finde es übrigens seltsam, beziehungsweise es hat auch seine Vorteile, dass jeder seinen eigenen Dolch baut, was auch Sinn ergibt. Anstatt so wie früher, dass man jetzt sagen konnte, ihr alle zusammenbaut denselben Dolch. Also sprich, jetzt baut jeder seinen eigenen und ich baue zum Beispiel schneller das Ding als er, weil ich einen besseren Skill da drin habe. So, wir heulen uns jetzt doch einen Fuhrmann an. So, irgendwann haben wir den dann auch. Und da ist er. So, den können wir jetzt direkt zum Marktplatz schicken, indem wir ihn einfach anklicken und dann auch die 2 drücken, um zum Marktplatz zu laufen. Das funktioniert für den genauso wie für uns. So, und da können wir jetzt hier unten sagen, du kaufst uns jetzt auch 10 Bretter, bringst die zum Betrieb und holst danach nochmal 10 Eisenbahnen und so weiter und so fort. Bis wir dann wieder genügend Gold und genügend andere Sachen haben, um, naja, im Prinzip das nächste Gebäude dann zu kaufen, sobald wir das Level up haben dazu. Aber es wird schon weniger grindy, denn wir fangen gleich an, eine Handelsroute einzurichten. Ich hole jetzt nur eben noch hier das letzte. So. So, bring die noch eben zum, ja, zur Werkstatt und dann richten wir die Handelsroute ein. Ich wollte nur, dass die Leute in der Zwischenzeit arbeiten können. So, sehr schön. So, jetzt kommt das Tolle mit die Handelsrouten. Ich würde sagen, ich bin gleich wieder bei euch da, sobald ich mitbekommen habe, wie das Ganze funktioniert. Denn Handelsrouten einrichten ist ein bisschen abenteuerlich. Da muss ich erstmal ein bisschen testen, eben wie man das Ganze macht. Daher, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Einen Crash und kompletten Neustart später sind die Sachen alle so ein bisschen an anderer Stelle, als sie original waren. Hier oben ist die Handelsrouten-Schaltfläche, allerdings funktionieren Handelsrouten momentan nicht, soweit ich das beurteilen kann. Also die machen einfach nichts, wenn man da draufklickt. Man kann keinen neuen Wegpunkt hinzufügen und so weiter und so fort. Aber immerhin, dank des Crashes haben wir besseren Zugriff jetzt auf den Marktplatz, weil wir noch näher dran sind. Also Glück im Unglück, schätze ich mal. Das ist das Beste, was ich dazu sagen kann. Also sprich, es ist ärgerlich, aber kann man nicht allzu viel machen, leider. So. Aber immerhin, ich habe es geschafft, innerhalb von einem Tag in sehr schneller Geschwindigkeit das Ganze ein bisschen besser zu machen. So, die stellen noch direkt wieder Dolche her. Das heißt, unser Fuhrknecht kann einfach weiterhin zum Marktplatz laufen und das Ganze dann immer kaufen, verkaufen und so weiter. So. Leider ist bald das Holz alle. Ich hoffe, wir kriegen neues Holz. Ansonsten sehe ich so ein bisschen schwarz.
Ich möchte eigentlich kein Schwarz sehen, wenn ich ehrlich bin. Schwarz sehen ist immer so ein bisschen ärgerlich. KI-Meister kann man übrigens momentan auch noch keine einstellen. Nur so für euch, damit ihr Bescheid wisst und es nicht aus Versehen versucht und dann enttäuscht seid. Lasst uns übrigens die Produktivitätserweiterung wiederholen. Und das Ganze ein bisschen beschleunigen. So. Die Dolche wieder zum Marktplatz bringen, mein Freund. Sehr gut. Noch die letzten Holz holen, die wir irgendwie zur Verfügung haben. Wirst du wohl. Moment, was? Hat der Feierabend? Oh, ich habe den auch so. Habe ich dich noch nicht zurückgeschickt? Ich bin gerade verwirrt. Da, gehst du bitte jetzt? Ja, der ist anscheinend am Marktplatz hängen geblieben. Dezent seltsam. Aber so sind meine Angestellten nun mal, ne? Seltsam. So, Holz ist mittlerweile alle. Das macht mir so ein paar Sorgen. Aber schauen wir mal. Wir spulen jetzt einfach mal vor. Schauen, ob morgen neues Holz da ist. Ansonsten könnte es nämlich sein, dass wir Wolfram woanders hinschicken müssen zum Holz kaufen. Das wäre weniger erfreulich. Aber durchaus möglich. So, wir machen auch ein paar freie Erfahrungspunkte, die wir. Ja, Holzverarbeitung ist ziemlich doof, wenn wir kein Holz mehr haben, ne? Steinverarbeitung. Lasst uns einfach auf Schmiede. Ne, lasst uns auf Steinverarbeitung gehen. Haha, da haben wir wieder den Fehler. Apropos, wir schicken eventuell mal unseren nach Hause zum Schlafen gehen. So. So, schalten wir das Ganze eben wieder ein. Steinverarbeitung, zack. Und jetzt können wir den Filter wieder ausschalten. Und den Bug von mir aus auch wieder damit aktivieren. Ich habe zwar nicht unbedingt gerne einen Bug aktiviert, aber hey, immerhin funktioniert es. Ich hoffe mal, der Workaround hilft euch da so ein bisschen. So, wir haben fertig geschlafen. Dass wir können verkaufen gehen. Yay. So. Du gehst verkaufen. Ich habe das Gefühl, du machst mehr Geld als der Fuhrknecht. Und in der Tat, wir können kein Holz mehr kaufen. Die Ressourcen werden nämlich am Anfang des Spiels zufällig generiert, habe ich mitbekommen. Dementsprechend kann es sein, dass ihr mit 200 Holz startet, die sich nicht regenerieren, oder mit 500 oder mit 1000. Nicht so hilfreich, ne? Ihr macht jetzt alle Beschläge einfach. Wolfram, du, mein Freund, du darfst zum Marktplatz gehen. Du darfst das Ganze verkaufen. Ne, beim besten Willen kein Holz mehr zu kaufen. Steam hat den Download von Total Warhammer 2 abgeschlossen. Das ist sehr schön. So, verkaufen halt die derweile. Ihr merkt schon, es wäre gerade sehr hilfreich, wenn wir Kannen kaufen könnten. Oder wenigstens die Taschen. Aber leider noch nicht. Leider noch nicht.
Es wäre auch ein bisschen schade, wenn ich das gerade alles rausschneiden würde. Ich will euch nämlich das volle Erlebnis zeigen. Und dazu gehört leider der Grind gerade dazu, ärgerlicherweise. So. Aber mit Beschlägen macht man irgendwie viel schneller Geld, habe ich das Gefühl. Schaut euch das Geld an, ey. Wir sind auch schon halb bei der Steinarbeitung angelangt. Aber das Geld bringt uns halt nichts, weil wir nichts damit anfangen können. Dementsprechend ist. Ups, ne, wollen wir nicht kaufen. Dementsprechend ist auch das mit der Erfahrung so ein künstlicher. Ja. So ein künstliches Hindernis, dass man sich nicht am Anfang weiter ausbreiten kann und bauen kann und so weiter. Was ein bisschen im Weg ist. Oh Gott, wir haben auch fast kein Eisen mehr. Aha. Ich habe ein böses Gefühl. Wenn wir kein Eisen mehr haben, haben wir natürlich auch ein Problem, ne? Man kann keine Minen bauen. Vor allem haben wir das gerade so überschwemmt mittlerweile, dass es auch kein Geld mehr macht, so wirklich. Ups, jetzt habe ich sogar noch 5 Eisen gegeben. Der ist nach Hause gegangen. Sollten wir vielleicht auch tun. Aber hey, wir sind schon mal bei Sasse und sind jetzt im Bürgerstand angelangt, das uns vor allen Dingen erlaubt, Leute anzugreifen. So, du geh mal nach Hause. Da ist die 1. Lass mal alle Tasten drücken, außer die, die wir drücken möchten. So. Ich hoffe mal, wir langen bald noch bei der Steinverarbeitung an. Genau zu sein, hoffe ich mal, dass es hier Steine gibt. Wartet mal, Ressourcen. 158 sind jetzt nicht so viele Steine. Da ist die Alchemie natürlich praktischer, weil man seine eigenen Sachen absammeln kann. Aber funktioniert eben momentan, wie gesagt, leider nicht in dem Sinne, dass die Leute vergessen, was sie am vorherigen Tag gesammelt haben. Wieder zum Sammelplatz gehen und sich dazu entscheiden, da einfach nur rumzusitzen und nichts zu tun. Das unterstütze ich natürlich nicht. So, Wolfram verkaufen gehen. Da, nur die wichtigen Sachen bitte, danke. Keine Angst, wir sind damit hoffentlich gleich fertig mit der Phase. Damit meine ich die Eisen kaufen und Beschläge verkaufen Phase. Beschläge geben, glaube ich, auch schon fast kein Geld mehr. Oh doch, der Preis steigt. Verwunderlicherweise. Aber wir haben fast kein Eisen mehr. Das nimmt kein gutes Ende, oder? Ich wollte euch einen guten Start zeigen. Vom Geld her ist es ein sehr guter Start. Unser Geld geht feuchtfröhlich nach oben. Wobei sich das momentan irgendwie auf dem Kreis zu drehen scheint. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen gerade kein Geld. Nicht wirklich, ne. Liegt daran, dass die Eisenpreise jetzt so hoch sind. Dementsprechend gibt es auch da keinen Fortschritt mehr. So. Na gut. Würde ich sagen, stattdessen lasst uns doch mal auf der Karte schauen. Mittlerweile sehe ich, werden auch die ganzen Sachen hier eingeblendet.
So, wir sind hier oben. Da ist ein Bauernhaus, da ist ein Unterholz. Da können wir Holz holen, vielleicht. Bauernhaus, da ist ein Kräuterhain. Das heißt, der Alchemiestart hat hier oben super funktioniert direkt. Da haben wir auch und da ist noch eine Holzfällhütte. Das ist eine Räuberlager. Okay, Räuberlager müssen wir jetzt nicht unbedingt mithandeln. Wenn wir eine Mine wollten, müssten wir bis nach ganz hier unten. Damit können wir natürlich weniger leben. Ja, vielleicht war Steinverarbeitung doch eine doofe Idee. Vielleicht hätten wir doch auf Holzfäller gehen sollen. Beziehungsweise auf Schreiner. Wir haben eine Holzfällerhütte. Eine Holzfällerhütte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Direkt hier um die Ecke. Schicken wir doch mal unseren Wolfram dahin. Vielleicht hat er wieder erwarten, Holz zu verkaufen. Die Musik ist toll. Finde ich jetzt persönlich. Und die hat tatsächlich einen Haufen Holz zu verkaufen. Können wir eine Handelsroute von hier nach Hause machen? Irgendwie. Nein. Leider nicht. Wie ihr seht, ist auch alles ausgegraut. Sprich, man kann hier wirklich keine Handelsroute machen. Die Karte öffnet sich leider auch nicht. Es ist schade, aber na gut, muss man mit leben. Aber mit der Steinverarbeitung komme ich mir jetzt gerade doof vor. Seht ihr, deshalb habe ich es normalerweise gerne so, dass ich eben nicht sowas anklicke und stattdessen dann auf so, sobald ich die EP voll habe, mich entscheide. Wenn ich jetzt nämlich auf die Holzverarbeitung gehe, 0 EP eingepackt bei der Steinverarbeitung. Die haben wir zumindest fast fertig. Dementsprechend gehen wir auch auf die Steinverarbeitung, liebe. Oh, warte mal, wir möchten das Holz eigentlich nicht am Marktplatz verkaufen. So, aber du, Holzfällerhütte, du bist jetzt die Nummer 4. Damit Wolfram auch genau weiß, wohin gehen muss. So, abladen. Was wir jetzt machen ist, Fackeln herstellen. Du kannst die Beschläge am Marktplatz verkaufen und das eine Eisen auch, damit wir. Na, wobei Eisen kann man behalten. Aber du kannst Beschläge am Marktplatz verkaufen. So. Jetzt gehen wir zur Holzfällerhütte und holen uns Holz. So, das Spiel hat, glaube ich, gerade geautosaved. Das soll vorkommen. Das Gute ist, die produzieren relativ viel Holz und zwar relativ schnell noch dazu. So. Tada. Das Schlechte ist unser mangelnder Platz zum Transportieren von Sachen. So, dahin. Denn der macht das Ganze unnötig schwierig. So. Mein Charakter kann jetzt noch in Ruhe die Fackeln fertig craften. Darf dann auch 10 davon mitnehmen. Am Marktplatz eben verkaufen gehen. Und uns damit eine ordentliche Summe Geld machen, bevor er eben schlafen geht. So. Ja, aber mit den Fackeln können wir uns jetzt ganz gut vorarbeiten. Bis wir zur Steinverarbeitung kommen und dann keine Steine haben wahrscheinlich. Ich befürchte es. Ich sag's euch, ich befürchte es. Ich finde das ein bisschen seltsam. Ich glaube, das ist ein Bug, der ist mir bei der Beta nicht aufgefallen. Der ist, glaube ich, jetzt mit der Early Access Phase neu, auch wenn ihr mich damit bitte nicht kopieren sollt. Also, bin mir nicht sicher. Aber es ist mir nie aufgefallen, dass sich die Ressourcen nicht mehr regenerieren. Die KI verkauft das einfach nicht irgendwie an den Marktplatz. Ich meine, denn ihr Ding ist voll. Da. Denn ihr Lager ist komplett voll. 120 von 120. Aber die verkaufen es nicht an den Marktplatz.
Das liegt, denke ich, daran, dass es keine Karren und so weiter gibt momentan. So, du darfst wieder arbeiten. Und du, mein lieber Wolfram, du gehst Holz sammeln. So, das ist jetzt gut für mich, weil das die Preise niedrig hält. Hier. Aber das ist ziemlich schlecht für die Laufwege. Und ziemlich schlecht für eigentlich alles. Das finde ich sehr schade. Das sind so die einfachsten Sachen, die eigentlich funktionieren sollten. Aber gerade die übersieht man eben leider. Ich habe ja oft auch in Quality Assurance, also in der Qualitätssicherung gearbeitet, auch für Spielefirmen. Ich kann euch das bestätigen. Die einfachsten Sachen übersieht man wirklich am häufigsten, weil man einfach davon ausgeht, dass die funktionieren und auch funktionierend bleiben. Aber das tun sie leider nicht immer. Und dann passiert sowas. So. Ich würde sagen, wir bauen noch unseren Steinmetz gleich. Bis dahin machen wir die Folge noch. Vielleicht überspringe ich auch ein bisschen bis dahin. Ich denke, das werde ich tun. Ich denke, ich überspringe jetzt von... Ich denke, ich überspringe nichts. Wir haben es nämlich gerade erreicht. Lass uns den Steinmetz bauen. So, wir können es bauen. Eine Maurerei. Steinschneiderei haben wir leider noch nicht den Rang dafür. Aber eine Maurerei. Das staubt aber, heißt das Ganze. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Platz dafür, ne? Ist ein relativ großes Gebäude. Kriegen wir das irgendwo unter? Ah. Ein bisschen weit weg, ne? Da. Nee. Wenn das übrigens passiert, dann ist das Gebäude falsch ausgerichtet an der Straße und muss ein bisschen versetzt werden oder es passt da einfach vom Platz her nicht hin und würde irgendwie abgeschnitten werden. Das passiert. Ja gut, bauen wir es halt doch da oben. Dahin. So. Ach Gott, ist das laut. Jo, du bist hier mit Holz wieder da. Geh mal zum Marktplatz und verkauf die Fackeln. So. Man kann natürlich auch in dem Spiel Geld sparen. Die Gebäude an sich verbrauchen ja kein Geld. Wenn man dann so Sachen macht wie zum Beispiel den hier entlassen und den hier entlassen, dann braucht man auch kein Geld mehr dafür ausgeben für die Leute. Ist vor allen Dingen jetzt gut, weil man eben keine Handelsrouten einrichten kann und dementsprechend den Betrieb nicht automatisch produzieren und verkaufen lassen kann. Leider. Leider, leider, leider. So, hier haben wir Tonerde und Granit. Aber ich denke mal, die werden sich auch nicht regenerieren. Ich will euch eigentlich auch nur die Rezepte erstmal zeigen. Und dann ist eigentlich auch schon genug von der ersten Folge. Die ist definitiv lang genug. Auch nach dem Editieren. Mit so ein paar Sachen rausschneiden. Gecrashed, wie gesagt, für die Leute, die es interessiert, ist es nur ein einziges Mal. Und ich glaube, das war meine Schuld, weil ich irgendwas geklickt habe, was ich wieder nicht hätte klicken dürfen. Also eigentlich ist es dementsprechend nicht meine Schuld, aber ich lasse es mir gefallen. So, wir können herstellen. Schleifziegel. Mit denen... Steht leider nicht dabei, was die machen können. Aber früher konnte man damit Sachen anstellen. Wetzstein hat zum Beispiel Waffenschärfe gemacht und so weiter und so fort. Aber ja, das kann man machen und herstellen hier. Ist auch vom Preis her gar nicht mal so schlecht. Aber das zwei zusammen kostet, glaube ich, um die 40 Gold. Verkaufen kann man für 70, wäre so 30 gewinnen. Nicht allzu viel gewinnen. Und hier, wenn man das alles zusammenrechnet... 40 gewinnen vielleicht, 50. Aber Steinmetze waren schon immer so nicht die besten im Gewinn machen. Das waren irgendwie immer die Schmiede.
Oder die Schneider zum Teil. Zumindest in meiner Erfahrung. Vielleicht habe ich mich auch nur doof angestellt. Auf jeden Fall hoffe ich, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen, hat euch vielleicht ein bisschen mehr über die Gilde gezeigt, dass nicht so komplettes Stream-Chaos ist. Und zeigt euch natürlich auch, dass es tatsächlich funktioniert, wenn man es denn irgendwie anstellt und ein paar Fehler umgeht. Und ja, wenn dem so ist, hinterlasst mir doch ein Like, einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe natürlich, ich sehe euch in der nächsten Folge. Aber bis dann. Tschüss.